Jetzt gibt es was ganz Neues bei uns im Programm bei Pearl TV. Und da verraten wir Ihnen so ein bisschen unseren Geheimtipp. Ja, auch wir haben natürlich immer so unsere Tipps, wie wir unsere Haut pflegen, wie sie besonders rein wird und schön wird und glatt wird, frei von Mitessern, frei von Pickeln. Ja, wir Frauen, wir interessieren uns da ja immer für, ne? Also da guckt man ja immer im Internet, was gibt es da so für Hausmittelchen, was gibt es da für Tricks? Und ich kann Ihnen nur sagen, bitte tun Sie mir nicht den Gefallen und fangen da an rumzudrücken und zu knietschen. Das macht das Ganze nämlich nur noch schlimmer. Wir haben zahlreiche Kundenzuschriften bekommen. Liebe Anne, liebe Vivien, was macht ihr so mit eurer Haut, dass die immer so strahlt? Und Vivien hat es mitgebracht, unser persönliches Geheimnis. Ganz genau, liebe Zuschauer. Und das ist ein Mitesser-Set. Also ich persönlich, jetzt reden wir mal über ein sehr intimes Thema, liebe Zuschauer. Ich habe jetzt nicht gerade die beste Haut, leider Gottes. Und das liegt bei mir hormonell, liebe Zuschauer. Deshalb habe ich auch immer so viel Make-up auf dem Gesicht. Sehen Sie, ich habe ganz viel Make-up auf dem Gesicht. Warum? Weil ich halt einfach eine sehr unreine Haut hatte, in der Pubertät vor allem. Aber ich habe immer noch hormonell bedingt, die Damen kennen das, ab und zu mal so kleine Problemchen. Und dementsprechend muss man natürlich da auch was gegen tun. Da kann man cremen, da kann man ganz viel machen, da kann man das Gesicht reinigen und was weiß ich nicht was. Aber man hat dann trotzdem diese Pickelchen. Und wie wird man die jetzt los? Bevor man da anfängt, selber dran zu drücken und mit den verunreinigten Fingern da dran geht und noch mehr Entzündungen hervorhebt, sollte man natürlich mit so einem Mitesser-Set arbeiten. Denn da bekommen Sie das perfekte Werkzeug, um jetzt diese kleinen Pickelchen, Ekzeme und Mitesser loszuwerden. Und selbst wenn Sie jetzt gerade vielleicht nicht unter einer Problemhaut oder einer öligen, fettigen Haut leiden, denken Sie da bitte vielleicht auch an die Kinder, an die Enkelchen, die gerade in dieser pubertären Situation sind. Da kann man das jetzt gerne mitbestellen. Die sind normalerweise richtig kostspielig. Wenn man sowas in Drogerien mal kaufen möchte, zahlt man knapp 30 Euro. So. Und Sie sehen, das ist jetzt dieses Mitesser-Set mit 5 verschiedenen Werkzeugen, die wir jetzt haben. Und die sind im Durchmesser alle von 1 bis 4 Millimeter. Und dann zeige ich Ihnen gerne mal, wie das Ganze zum Beispiel so funktioniert. Das heißt also, wir haben jetzt hier zum Beispiel so Mitesser-Ringe, liebe Zuschauer. Damit würde man jetzt über die Haut gehen, um zum Beispiel die Mitesser auch im Nasenbereich zu entfernen. Da kennt man, da hat man immer diese kleinen dunklen Punkte und denkt sich, wie macht man die weg? Da gibt es ein altes traditionelles Sprichwort, da kann man den Ring nehmen und mal über die Nase streichen, aber das ist unhygienisch. Hier aus rostfreiem Edelstahl übrigens alle Werkzeuge. Einfach mal mit leichtem Druck dann über die gewünschte Partie gehen und dementsprechend die Mitesser dann aus der Haut quasi rausziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einen warmen Waschlappen drüber legen oder so? Ja, also die Haut sollte schon gereinigt sein. Ja. Man sollte vorher das Gesicht waschen. Waschen, vielleicht ein Peeling benutzen. Ganz wichtig ist auch mal Gesichtswasser, um noch so die letzten Rückstände abzunehmen. Gesichtswasser, liebe Zuschauer, und dann natürlich einmal anfangen, die Haut dann quasi zu bearbeiten. Bitte denken Sie natürlich auch daran, aber ich denke mal, das wissen Sie, dass man immer alles desinfiziert. Die Hände, das Werkzeug für jede Anwendung, auch mit heißem Wasser mal richtig schön abspülen. Ist ja rostfreies Edelstahl. So, und jetzt würde ich damit quasi so über meine Nase gehen oder über die Region, wo ich jetzt gerade die Mitesser habe. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Wir haben zum Beispiel hier auch so eine Aknenadel. Da kann man dann dementsprechend auch so, falls man jetzt so Ekzeme unter der Haut hat, das Ganze so ein bisschen öffnen, um dann natürlich auch quasi alles, liebe Zuschauer, das quasi zu entfernen. Und da haben wir jetzt das passende Werkzeug. Also sehr, sehr schön gemacht. Übrigens auch in der Aufbewahrungstasche. Das sehen Sie, auf rotem Samt gebettet. Sehr, sehr edel gemacht. Finde ich ganz toll, liebe Zuschauer. Hier rotes Samt einmal im Überzug. Eine tolle Aufbewahrungstasche, die zum einen natürlich unsere Werkzeuge hier schont und zum anderen das Ganze auch immer super zum Mitnehmen machen lässt. Also ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr praktisch. Ich lege sehr viel Wert auf Pflege, auf Hygiene, liebe Zuschauer, und da darf sowas auf gar keinen Fall fehlen. Ist auch viel besser, als wenn Sie da jetzt mit großartigen Chemikalien rumhantieren. Da gibt es ja wirklich die heftigsten Dinge, die man da bei der Kosmetikerin mit Säure und so, ne? Also das ist dann vielleicht auch nicht so toll. Peeling, Fruchtsäure. Ja, soll ja. Also wie gesagt, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Es ist natürlich viel sanfter mit dieser Methode und vor allen Dingen auch um einiges günstiger, denn Sie müssen nicht ständig zur Kosmetikerin rennen. Schauen Sie mal, 5,61 €, das komplette 5er-Set Ihrer Mitesser-Entferner aus Edelstahl, also rostfrei.
Und natürlich doch in der Aufbewahrungsbox, da ist das alles dabei, ideal für unterwegs. Da ist das wirklich sehr, sehr praktisch gemacht. Jetzt zuschlagen wir der NX 8846 und der 569 für 5,61 €. Wie gesagt, vielleicht haben Sie gerade eine pubertierende Tochter, die da auch darunter leidet. Es ist ja nicht nur, dass es nicht schön aussieht, man leidet ja auch darunter, ne? Wir haben noch ein zweites Set für Sie, liebe Zuschauer, nämlich ein achtteiliges Set, das ist nicht für die Zähne, sondern für die Mitesser. Und da haben wir jetzt aber noch ein paar mehr Utensilien dabei. Ganz genau, das ist jetzt ein größeres Set, liebe Zuschauer, mit einer Pinzette, finde ich immer ganz wichtig, eine hochwertige Pinzette zu haben, damit man sich natürlich auch hier so diese störenden Haare mal schnell entfernen kann, ja. An den Augenbrauen oder auch gerade so im Kinnbereich, was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, ist hier der Damenbart, ja. In Anführungsstrichen, auch wenn das nur so blonde Härchen sind, ich finde das furchtbar. Ich entferne die auch immer allerdings mit einem Waxing-Streifen, nicht mit der Pinzette. Und dann kann man jetzt hier super einfach die lästigen Härchen dann natürlich entfernen. Spiegel gibt es mit dazu. Können Sie mal überprüfen, ob Sie Karies haben, liebe Zuschauer, oder natürlich auch jetzt hier mal so an bestimmten Hautstellen, dass man da einfach nochmal drüber fährt und ganz genau schaut aus den verschiedenen Winkeln, wie ist denn da jetzt gerade die Hautbeschaffenheit, wie ist die Hautebenheit. Dann natürlich auch hier ein noch größeres, umfangreicheres Set. Gerade hier, das weiß ich, das finden ganz viele immer ganz toll. Jetzt noch größer, einmal hier die diese Vorkehrungen für die Mitesserentfernung. Sie sehen also noch was umfangreicher hier das Set, das wir haben. Sehr, sehr schön gemacht, auch wieder mit dem roten Samt in dieser Aufbewahrungstasche, die Sie bekommen. Das ist eigentlich so das Set, das jeder zu Hause haben sollte. Immer mal für den Fall der Fälle. Ne? Ich meine, es muss ja nicht im Gesicht sein. Ich weiß, ja. Dass viele auch zu Ausschlägen oder zu Irritationen im Dekolleté-Bereich neigen. Am Rücken, ne? Oder am Rücken genau. Zum Beispiel, ganz genau. Oder am Popo hat man auch manchmal einen Pickel, liebe Zuschauer. Also ja, das ist einfach ein All-in-One. Set, liebe Zuschauer. Hier mit allem drum und dran. Bitte, bitte gleich in die Leitung gehen und ich überprüfe mal weiter, wie meine Zähne sind. 7,51 €. Wie gesagt, das ist jetzt das achtteilige Set. Natürlich mit dem Werkzeug, was Sie dafür benötigen und sogar mit einer Pinzette und einem Spiegel. Pinzetten kann man immer super gebrauchen. Vor allen Dingen so eine, es gibt ja solche und solche Pinzetten, hast du bestimmt auch schon mal festgestellt. Nee. Es gibt dann welche, die schließen nicht richtig, da kann man die Augenbrauen auch nicht richtig zupfen. Das ist hier eine richtig gute. Und für 7,51 € bekommst du normalerweise in der Apotheke nicht mehr eine einzelne Pinzette. Hier bekommen Sie das komplette achtteilige Set mit Spiegel, Pinzette und natürlich das Werkzeug, um Mitesser und Pickelchen zu entfernen. Bitte nicht drücken. Das sei hier an dieser Stelle nochmal gesagt. Das ist ganz wichtig, weil damit macht man es nur noch schlimmer. Damit entzündet sich das. Ich guck mal, ob du Pickel hast. Natürlich. Jeder hat Pickel, oder? Wollen wir loslegen? Nein. B. Ich bin geschminkt. Na und? Das war ein Scherz. Ich wollte nur sehen, wie sie reagiert. Na, unsere Eiskönigin, liebe Zuschauer. Na dann mach. Nein, nein, oh Gott, bewahre, nein, können Sie nicht schlafen. Nee, ich habe ja keine desinfizierten Hände. Ich würde jetzt normalerweise Handschuhe anziehen, deine Haut desinfizieren und dann würden wir loslegen. Das ist aber schon viel Make-up mit unserer Beauty-Behandlung. Viel Make-up, sagst du. Da würdest du mein ganzes Make-up runterkratzen. Schau mal mein Make-up, schau mal dein Make-up. Bei mir sind 5 Schichten. Mhm. Liebe Anne-Kathrin, bei dir ist nicht mal eine, weil du nur Puder benutzt. Greifen Sie zu. NX 8865 und die 569, was los? Ich bin dir immer sehr dankbar für deine Ehrlichkeit. Ja, ich weiß. Dafür schätze ich meine Kollegin Vivian. Die ist nämlich immer sehr, sehr ehrlich. Das finde ich super. Ja, ja. Finde ich sehr, sehr gut. 7,51 €. Wir reden über schöne, gepflegte, strahlende Haut. Und welche Frau will das nicht? Welche Frau, sind wir mal ehrlich. Wobei, das ist ja nicht nur ein Frauenthema. Ne? Mein Bruder, der ist 17, liebe Zuschauer. Mein Bruder ist 17, der hat eine Haut. Meine Güte, also wirklich. Meine Mama sagt immer, Fabian, gehst du bitte deine Haut waschen? Gehst du bitte ein Peeling benutzen? Und er mit 17, Sie kennen das ja in dieser Phase. Und macht das dann. Aber da ist wirklich auch alles hier so an der Stirn mit so kleinen Pickelchen. Hast du den nicht letztens geschminkt? Ich habe den letztens geschminkt, den Zuschauer mit der Unterhose meiner Mutter. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, wirklich. Ja, aber damit will Vivian sagen, dass auch Männer Probleme, Hautprobleme haben, also Pickel. Ne? Und bevor sie jetzt anfangen, ihren 17-jährigen Sohn zu schminken, ist es doch viel, viel besser, wenn sie hier zugreifen mit der NX 8865 und der 569. Wir gehen uns jetzt gleich abschminken und entfernen uns die Mitesser, denn das betrifft jeden, vielleicht auch Sie oder Ihre Enkeltochter oder wen auch immer. Das sollten Sie jetzt ganz schnell anrufen. Abgetupft. 0180, was ist das? Ist abgetupft, das Make-up. Mit der Unterhose, die war sauber. Ach, Vivian. War nichts anderes zur Hand. Was wollte ich jetzt? Ach, die Telefonnummer brauchen Sie noch. 0180, 51, 51 und dreimal die zwei. Schöne, glatte und vor allem reine Haut.
Ich kann hier aber nicht mehr reden. Also, der ist schon wirklich.